Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und ein Moinsen zum Stadionvlog auswärts beim 1. FC Nürnberg. Es ist Pokalzeit. Mittwochabend 18 Uhr ist Anpfiff. Frankfurt ist schon weiter gestern und auch Freiburg. Freiburg hat die Bayern rausgeworfen, dramatisch in der letzten Minute. Wahnsinn. Und ja, ich weiß, wir verlieren ständig auch gegen Freiburg und es ist auch noch zu früh, das zu sagen. Ich mache es trotzdem. Der Pokal ist dadurch natürlich nicht unbedingt schwerer geworden. Ne? Wenn die Bayern draußen sind, schon mal ein großer, großer Club raus. Gucken wir, was heute Abend bei Leipzig gegen Dortmund noch passiert. Und der nächste große Club auf jeden Fall raus. Einer fällt ja auf jeden Fall. Aber wie gesagt, erstmal Nürnberg packen. Dürfen wir nicht unterschätzen. Für Nürnberg auch ein riesen Spiel. Spielen auch so eine durchschnittliche Zweitligasaison. Wahrscheinlich für deren Verhältnisse noch ein bisschen weniger als das. Aktuell auch nicht den schönsten Fußball. Wir auch nicht. Mal gucken, wie sich das unter Hoeneß ändert. Ob wir heute einen neuen Trainereffekt erleben. Wir hoffen es natürlich aus VfB-Sicht. Ja, unser größter Erfolg wäre das jetzt, ne? Das wäre unser größter Erfolg seit eben dem Pokalfinale 2013, was wir erreicht haben, hier ins Pokal-Halbfinale zu kommen. Weil klar, Liga irgendwann mal 9. geworden, mal 7. geworden, ne? Aber Halbfinale-Pokal wäre schon das weiteste, im Pokal auf jeden Fall auch und irgendwie auch im Vergleich zur Bundesliga das Größte, was wir geschafft haben, seit eigentlich 2013, wenn man ehrlich ist. Damals über Freiburg ja auch ins Finale gekommen, ne? Halbfinale war gegen Freiburg. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte, dafür müssen wir aber erstmal heute unsere Aufgabe erledigen. Für beide Seiten ist das Beste los. Also am Ende kann, glaube ich, keiner sagen, von wegen, ja, ja, das Bessere los. Für beide optimal. Für uns wäre ein Heimspiel noch besser gewesen, aber ich glaube, Nürnberg, Heimspiel für Nürnberg gegen Stuttgart, ist, glaube ich, für Nürnberg auch das perfekte Los. Also hier kann, glaube ich, absolut keiner meckern. Wird eine richtig geile Stimmung, ausverkaufte Hütte. Sehr, sehr viele VfB-Fans werden mitkommen, überragend viele VfB-Fans werden mitkommen. Mal gucken, wie viel es am Ende werden. Ich tippe mal aktuell irgendwo im Bereich zwischen 10.000 und 15.000. Ist überhaupt nicht einschätzbar, weil klar, Südkurve-Unterrang ist gesamter Auswärtsblock, aber eben Südkurve-Oberrang haben sehr, sehr viele neutrale Karten und sowas. Kann es ja nicht groß nachvollziehen oder nicht groß, ja, irgendwie auswerten als VfB. Deswegen, die haben auch nur geschrieben, es kommen mehrere tausend VfB-Fans mit. Mal gucken, wie viel es am Ende werden. Ich habe sehr Bock aufs Pokalspiel. Auf geht's. Schön gespielt. Abschluss jetzt.
Ja! Bruder, was? Die heilige Scheiße, was eine Parade! Auf geht's, Stuttgart, schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! La 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 Dann halt du, schieß mal einer. Ja! Was? Was? Ich hab zwei fliegen Kopfball rein und nichts passiert. Nix. Steh auf, wenn ihr schlafen seid. Steh auf, wenn ihr schlafen seid. Steh auf, wenn ihr schlafen seid. Game over, du stellst dich ganz cool vor die Kurve, pass auf. Nein, Anton! Oh. Wow! Ich liebe gut drauf heute. Ja! Das ist der Einsatz, Junge! Halbfinale. Wir sind im Halbfinale. Wir sind weitergekommen, Nürnberg geschlagen. 0-1. Ich habe hier links neben mir, deswegen der Blick da ein bisschen hin oder für eure Sicht rechts, ich weiß gar nicht genau, ein paar Infos mir aufgeschrieben. Ich muss sagen, wir waren ja im Oberrang, also so gesehen neutraler Bereich, der auch im weitesten Sinne schon von VfB-Fans auch in vielen Blöcken dominiert wurde. In manchen Blöcken auch mehr Nürnberg-Fans, aber hatten sehr nette Nürnberg-Fans auch um uns herum, viele VfB-Fans um uns herum.
sehr, sehr nice. Generell über 90 Minuten. Top-Stimmung. Top-Stimmung auch hier wieder von beiden Seiten. Auch Nürnberg, klar, wir sind halt beim VfB-Block, über dem VfB-Auswärtsblock. Da kriegst du mehr vom VfB mit, aber auch Nürnberg hast ein paar Mal rausgehört. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Einfach geile Traditionsvereine auch. Nürnberg auch ein Club, der liebend gern in der ersten Liga sein dürfte. Sky hat wohl, habe ich auf Twitter gelesen, von 20.000 Fans gesprochen vom VfB. Mitgereiste Fans würde ich mal nicht ganz mitgehen. Also ich bleibe bei meinem Tipp irgendwo zwischen 10 oder vielleicht eher Richtung 15.000. Mal gucken, wie viel es genau wert am Ende des Tages. Was man auf jeden Fall hatte, wenn es gehüpft wurde, waren komische Gefühle bei diesen Schwingungen. Also man hat sie schon auf jeden Fall mitbekommen. Das war fürs erste Mal echt komisch, aber man hat sich irgendwann dran gewöhnt dann auch. Auch sehr wild, der VfB hat wirklich Pyro gezündet bis zum absoluten geht nicht. Wirklich alle 5 Minuten quasi kam mit Durchsage im Stadionsprecher von wegen, ja, ne, wir wollen hier fair und sportlich und hier und da ne, das Spiel absolvieren und aufpassen, bitte und aufhören und sowas. Man muss sagen, Imbiss-Situation oder Getränkesituation sehr, sehr schwierig. Es ist immer schwer, gerade in Halbzeit immer schwer, irgendwie an Sachen zu kommen. Aber so lange an irgendwelchen, ja, generell so wenig Optionen zu haben in diesem gesamten Bereich, wo wir waren, plus eben auch, ja, dieses Anstehen dort, das war schon extrem krass. Also wirklich so lange da rumstehen, ohne auch nur irgendwie ein paar Zentimeter nach vorne sich zu bewegen, hatte ich auch schon lange nicht mehr in einem Stadion, haben es am Ende des Tages einfach sein gelassen und nach dem Spiel was geholt. Und jetzt zum Spielerischen ein bisschen. Also die Ballverluste teilweise waren katastrophal. Also was die für Ballverluste hatten, komplett bodenlos. Weiß nicht, wie sehr es aus dem Flock rauskam, ich schneide es ja jetzt gleich erst. So wie groß der Frust rauskam über das Spiel. Nürnberg hat das echt, echt stark gemacht. Gerade kämpferisch voll dabei gewesen. Du hast gemerkt, die haben richtig Bock auf diesen Kick. In der Halbzeit, ersten Halbzeit auch, ja, beide Mannschaften nicht gut gewesen, aber Nürnberg die einen Ticken bessere, auch mit mehr Möglichkeiten, ohne jetzt irgendwie klare Torchancen zu haben. Will jetzt nicht unbedingt einen rauspicken, das gesamte Team war eher schwächer, aber Karasor hatte schon ein paar Szenen, die irgendwie im Kopf geblieben sind, im negativen Sinne. Was wir auch nicht geschafft haben, Nürnberg hat natürlich auch Fehler drin gehabt, ne? Auch so, ja, keine Ahnung, Aufregungsfehler, wie auch immer, Anspannungsfehler, wo dann irgendwie ein Ball dann weghüpft oder wo wir irgendwie einen Ballgewinn haben. Aus denen haben wir auch nichts gemacht da vorne. Da ist nichts passiert aus diesen Situationen. Hatte ja wirklich auf spielerische Freude gehofft, auf einen neuen Trainereffekt gehofft, irgendwas. Muss ehrlich sagen, davon war am Ende des Tages nichts da. Ich weiß nicht, ob ich gerade unser Sieg zu schlecht rede oder so. Gerne in den Kommentaren da lassen. Aber davon war nichts da. Zweite Halbzeit war schon ein deutliches Stückchen besser dann auch mehr Chancen gehabt dann auch. Und auch da jetzt, wir hatten schon ein paar gute Chancen, aber jetzt auch nichts absolut Krasses so. Deswegen geht es am Ende vielleicht doch durchaus verdient oder ist am Ende durchaus verdient durch die paar Chancen mehr. Auf jeden Fall aber für Nürnberger Fans oder auf Nürnberger Seite auf jeden Fall unglückliches Ausscheiden. Freut mich extrem für Mio kurz vor Schluss noch. Ich saß euch die ganze Zeit im Stand und dachte mir, ey, so ein 0-0-Spiel, das erste Tor entscheidet und ich hab auch gar keinen Bock hier auf Verlängerung und zum Glück haben wir es auch nicht gehabt. 84. Mio, hat mich sehr gefreut für ihn nach Einwechslung, auch stark gewesen. Geiler Ball auch von Ito, bin ja auch großer Fan von Ito, schöner Ball rüber. Brutal, brutal wichtig für Selbstbewusstsein. Wichtig bis zum Gegner dieser Sieg. Auch wenn es ein ekliger Sieg war, das ist dann auch scheißegal. Man hat den Jungs angesehen beim Jubeln, auch vor der Kurve natürlich, beim Mithüpfen. Auch mit Sosa, der vorne rangegangen ist und die Faust ne, geballt hat. Wie wichtig das denn war, wie viel da abgefallen ist auch, wie euphorisch das wurde, das musst du mitnehmen gegen Bochum. Die Leistung vielleicht nicht unbedingt, das war für mich echt kein besonders gutes Spiel, ist aber eines Tages im Pokal auch scheißegal. Im Pokal gilt weiterkommen und das haben wir jetzt geschafft. Auch wieder geil gewesen, wieder einige von euch getroffen zu haben, Fotos gemacht, selbst in Burger King, absolut legendäre Aktion, sehr, sehr geil, vielen, vielen Dank dafür. Auslosung haben wir am Sonntag, werden wir auch live drauf reagieren, aber nur nebensächlich, weil die läuft einfach während wir in Bochum spielen. 17:30 ist Anpfiff in Bochum, heißt so gegen 19:15, 19:20 ist da Abpfiff. Und mitten in der Schlussphase ab 19 Uhr ist Auslosung vom Pokal-Halbfinale am Sonntagabend. Frankfurt, Freiburg, Stuttgart und eben jetzt auch RB Leipzig, Red Bull Leipzig sind weiter. Mal gucken, wie wir bekommen. Natürlich am liebsten wäre mir ein Heimspiel, wäre allen ein Heimspiel, um irgendwie eine Chance wirklich zu bewahren, irgendwie auf ein mögliches Finale vielleicht sogar. Schön wäre zum Beispiel auch Freiburg zu Hause, hätte nämlich so diese Connection zum letzten großen Pokalerfolg, nämlich den Finaleinzug 2013, da war es auch das Halbfinale zu Hause gegen Freiburg, mal gucken, was wir bekommen. Ich werde, glaube ich, weil ich die Zeit habe, sehr danach gucken, dass ich, egal wo es hingeht im Halbfinalpokal, auch dann dabei sein werde, auch wenn es auswärts wäre, werde ich viel daran setzen, habe ich sehr, sehr Bock drauf.
Hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Geile Stimmung gewesen. Spiel war es nicht. Ne? Deutlich mehr Potenzial nach oben auf jeden Fall. Aber hat er auch gefühlt nur anderthalb Tage im Team und so. Also so viel Besserung gab es da nicht. Aber wie gesagt, am Ende des Tages im Pokal scheißegal. Du bist weitergekommen. Sehr, sehr geile Nummer. Lass mir gerne ja, Like und ein Abo da. Auch ganz klare Geschichte, wer es noch nicht getan hat. Eure Meinung im Kommentar natürlich da lassen. Zu allem hier im Vlog. Und bis zum nächsten Mal.